Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, ich habe wieder meine kleine Windpocke dabei, wie mein Freund dieses Pferd getauft hat, als ich ihm ein Bild gezeigt habe, direkt nach dem Kauf von dem Pferd. Ja, Loki bzw. North Soul ist dabei und ich möchte jetzt gleich einmal bei den neuen Urpferden vorbeigucken und ich möchte schauen, es gibt nämlich wohl ein neues Item im Bonus-Shop. Wie die Lifetime Star Rider. Eine Satteltasche ist es. Abspieler Level 18. Gut, die kann ich noch nicht tragen. Blau-braun. Man sieht jetzt momentan nicht allzu viel davon, weil es einfach dunkel ist. Und ich schon wieder so mega spät aufnehme. Ich glaube, ich wollte diese Woche mit der Story weitermachen. Ist ja alles so ein bisschen durcheinander gekommen. Beziehungsweise bei der letzten Folge hatte ich auch kein Thumbnail drin. Weil ich es nicht geschafft habe, weil einfach ziemlich viel noch vorzubereiten war für den Geburtstag. Dennis hatte ja am Samstag Geburtstag und wir haben dann zusammen Geburtstag gefeiert, weil meiner ja noch nicht so mega lang her ist. Und ja, da das Oktoberfest dieses Jahr ausgefallen ist und nicht O-Zapft ist, haben wir ein kleines Oktoberfest zu Hause gemacht. Sehr, sehr cool war das. Muss ich mal gerade überlegen, das letzte Mal waren die Urpferde immer da. Wo sind sie denn jetzt? Ich habe gar nicht geguckt, wo sie sind, weil mir eigentlich klar war, dass sie wohl wie immer da sein werden, also hier sein werden. Früher waren die ja immer auf dem Weg zwischen Silverglade und Firgrove mittlerweile. Oder zuletzt standen sie immer hier. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken in der App. Jetzt bin ich gerade echt so ein bisschen überfragt. Ich ziehe gerade sowieso mal ganz fix den Stecker vom Handy. Ansonsten habe ich hier gleich wieder das Problem, dass er mich... Hupsala, das war die Null. Dass er wieder denkt, ich... Oder er mit der Stromversorgung wieder nicht hinterherkommt. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz hier in die Star Stable Friends App rein. Dorcha und Solas. Am Vorpinterstrand ist er diesmal. Aha. Dann sind wir ja trotzdem gar nicht so falsch. Dann reiten wir hier jetzt einfach mal runter und dann gucken wir mal. Ich bin gefragt worden, ob ich mir eins kaufe. Ich weiß es nicht. Ich wollte mir ja definitiv noch mehr Tinker kaufen. Das heißt, eventuell könnte ich mir vorstellen, dass das Schwarz-Weiße bei mir einzieht. Ich finde eigentlich das Rosa in seiner normalen Form mega hübsch. Aber ich finde es einfach in dem Rosa... Ups, auf den Desktop geflogen hier. Ich finde es in dem Rosa einfach derart hässlich. Nehmt es mir nicht übel. Soll ja auch jeder für sich entscheiden, ob es einem gefällt oder nicht. Ich glaube, ich... Wo sind die denn? Sind die da hinten? Ich weiß es gar nicht. Muss ja jeder für sich wissen, ob sie einem gefallen oder nicht. Mir ist das Pink definitiv way too much, also gefällt mir gar nicht. Zumindest hat es mir auf den Bildern überhaupt nicht gefallen, weil ich es einfach zu viel finde. Guck mal, da stehen sie. Also, es ist mir zu viel. Es ist ganz süß, ja, aber wenn es jetzt ein reines Fantasy-Spiel wäre, dann wäre das für mich was anderes. Aber Star Stable ist für mich eigentlich eher ein relativ normales RPG mit Fantasy-Elementen. Von daher... Dann eher das hier. Ich weiß aber nicht, kann ich mir das nicht in seiner normalen Form angucken nochmal hier? Ich muss es mir nochmal in der App angucken. Also... Kostenpunkt sind 850 Starcoins. Ich glaube, das ist genauso teuer wie auch das normale, wie der normale Tinker. Ich kann es jetzt hier nicht größer machen. Da seht ihr es auch nochmal. Da spiegelt sich leider das Licht von meiner Facecam drin. Aber die normalen Formen gefallen mir gut, aber I don't know. Also ich weiß es nicht. Ich finde auch eigentlich, dass das Blaue hinten... Oder hier von dieser Rüstung und von den Federn. Das sind ja so, soll ja Tagfrauenauge, glaube ich, nachempfunden sein. Das sieht mir nicht plastisch genug aus. Guck mal, das ist so wenig schattiert. Hier die hellen und die weißen hier oben drauf und diese türkisen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so recht. Und das hier, das aussieht wie so ein bisschen wie so eine Ritterrüstung, das ist mir ein bisschen... Weiß ich nicht.
Nee, also von denen wird keins bei mir einziehen, tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Haustiere sind, glaube ich, auch wieder schweineteuer. Wir haben hier diese, ist das eine Möwe? Oder eine Taube? Nee, ich glaube, das ist das Möwenmodell hier. Aber die kosten 400 Starcoins. Die sieht in der Tasche schon mal doof aus. Und die blaue Eule. Ach guck, die sitzt so am Rand. Also die blaue Eule, die finde ich definitiv deutlich cooler. Aber ich bin... Ich bin nicht bereit, so viel Geld für ein Pet auszugeben. So hübsch sie auch sein mag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben. Wie gesagt, kann jeder sehen, wie er möchte. Wenn jemand sagt, okay, ich finde die mega cool, ich hole mir beide Pferde für zusammen 1700 Starcoins und dann hole ich mir auch noch für 800 Starcoins beide Pets dazu. Ich gebe die 2500 Starcoins aus. Why not? Why not? Da hinten ist die normale Form. Kann man ja ruhig machen. Kann man ja ruhig machen. Also jeder, der dem sie gefallen, soll es ja ruhig machen. Aber mir gefallen sie halt leider überhaupt gar nicht. Ich fand auch die Achatikina schon over the top. Also, ich weiß es nicht. Also, ich war jetzt von den meisten Urpferden nie so der krasse Fan. Mir hat das nordschwedische Kaltblut im Winterdorf sehr gut gefallen. Mir gefällt das Fornsi sehr gut, weil das einfach auch Urpferde sind, die so ein bisschen noch an irgendein Tier, an ein Wildtier erinnern. Gut, das nordschwedische Kaltblut ist blau, aber es ist kein grelles Blau. Und das Fornsi sieht halt einfach aus wie ein Reh. Und das ist für mich okay, aber das andere, weiß ich, das ist mir zu viel. Der coole Tim braucht Leinenservietten. Ja, hier sind auch neue Sachen dazu gekommen. Leinenservietten. Ein Farbset und Kräutertee. Leinenservietten, Farbset und Kräutertee. Es sind auch neue Leute dazu gekommen, wo wir jetzt die Sachen abgeben müssen. Ich habe bei manchen gar keine Ahnung, wer es ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Leinenservietten. Habe ich sogar das Material dafür. Ich bin ja fleißig dabei, hier weiter herzustellen. Mit der Quest könnte ich eigentlich auch mal weitermachen. So, ein Farbset. Da ist der Kräutertee, den brauchen wir auch noch. Den hat sonst immer nur Frau Holdsworth haben wollen. Nee, gar nicht Frau Holdsworth, das war Avalon, der den Kräutertee haben wollte. Und das Farbset? Da. Haben wir auch. Also wir haben auf jeden Fall schon mal alles herstellen können. Ist jetzt heute keine normale Questfolge, aber ich wollte mir ganz gerne die Urpferde mit euch zusammen angucken. Und da ich weiß, dass ihr auch immer neugierig seid, was ich zu neuen Pferden sage, habe ich mir gedacht, hey, da mache ich das einfach in der Folge. Ich wollte ja eigentlich hier mit der Story weitermachen. Guck mal, da sehen wir das Pferd nochmal. Also er ist hübsch, ja, aber ich weiß es nicht. So eine Ritterrüstung ist halt starr, die ist nicht so beweglich. Und das sieht dann, finde ich, irgendwie komisch aus. So, das Problem ist jetzt, ich sehe halt nicht, wo ich hin muss. Und hier bei den laufenden Sachen oder bei den Aufgaben sind die Sachen auch nicht drin. So, Mel. Ich habe keine Ahnung, wo Mel ist. Frau Pike ist klar. Frau Pike, da muss ich, wie bin ich da denn am schnellsten? Sturmfarm, hätte ich gesagt. Und dann durchs Tor rüberreiten. Von Epona aus. Die Sturmfarm ist ja in Epona. Und da hatte ja Frau Pike damals auch gesagt, ja, keine Ahnung, warum die Tore zu sind, aber die sind halt zu. Da hinten in dem Haus wohnt sie. Das heißt, da sind wir jetzt wahrscheinlich aus dieser Richtung am schnellsten. Aber ich habe keine Ahnung, wer nochmal der coole Tim ist. Und wer... Doch, warte mal, Mel. Mel ist doch die hinten von dem Punkshop, oder nicht?
Ich glaube, das ist die hinten von dem Punk-Shop. Können wir ja gleich mal gucken. Und der coole Tim... Gehört er nach Jorvik City? Ich weiß es nicht. Ich wüsste zumindest gerade nichts anderes. Ah ja, warte mal. Da ist noch, sind noch Kreise. Der coole Tim ist hier. Ah nein, das ist... Ach, das ist Tim Hooper. Hätten sie mal gesagt, der gechillte Tim Hooper. So, 170 Schillinge hat das jetzt gegeben. Genau, da hinten müssen wir hin zu Mel. Stimmt, ich sehe es ja doch auf der Map. Ich werde übrigens natürlich auch noch mein drittes Mavari im Bunde reiten. Mein Mavari-Hengst. Aber ich habe ja bei dem noch keinen weißen Sattel. Nun ist ja dieser super coole weiße Sattel reingekommen vor einer Weile. Und den möchte ich gerne für ihn haben. Der kostet aber entweder, ich glaube, 100 Starcoins waren es oder 10.000 Schillinge. Das heißt halt wirklich das maximal Mögliche, was man an Schillingen zur Verfügung haben kann. Ihr seht, ich bin auf 605 runter. Ich hatte mir jetzt erstmal was gekauft, was ist eben ah nee, Quatsch. Ach Gott, ich bin so doof. Ich habe mir gar nichts gekauft, was es nur beim Strand gibt. Ich habe mir den Hut gekauft. Auf der Range. Ja gut. Ja gut. Ich hätte mir auch den Sattel kaufen können. Aber jedenfalls, sobald ich den Sattel gekauft habe, wird er uns dann auch mal begleiten. So, warte mal. Hier unten? Ist das die Mel? Ja, Tatsache. So, das gibt 250. Also man kann hiermit echt schon richtig viel Kohle machen mit diesen Sammelaufträgen. Ich habe nur, also an manchen Kräutern komme ich halt einfach nicht so oft vorbei. Gefühlt Jute. Weil ich wahrscheinlich nicht so oft am Wasser lang reite. Weil Jute wächst ja hier immer in der Nähe vom Wasser. So, und jetzt nach Vorpinta fahren wir jetzt noch eben hin. Und dann wird die Folge dann auch langsam, aber sicher enden. Jo, diese Woche übrigens ein neues Stallgeflüster am Sonntag. Das war eigentlich für letzten Sonntag geplant. Ich habe es aber nicht mehr fertig bekommen mit dem Schneiden. Da geht es darum, das ist Teil 1 meiner momentanen Meinung zu Star Stable, weil mich einige gefragt haben, hey, kannst du nicht nochmal sagen, was jetzt gerade so deine Meinung ist zu Star Stable und zur Entwicklung, die Star Stable eingeschlagen hat. Und da habe ich zwei Folgen schon aufgenommen für jetzt kommenden Sonntag und den danach. Und zwar einmal, wo ich darüber geredet habe, was ich zum Gameplay sage und zur Entwicklung, die es nimmt, und einmal zum Optischen, zur Grafik. Boah, ist die Musik hier laut! Ich kann ja hier, ich verstehe ja sein eigenes Wort nicht mehr. So, also wir müssen jetzt hier rauf. Ich glaube, der hat seinen Briefkasten scheinbar oben in Vorpinta. Gott, wenn ich das jetzt hier wieder so sehe, die Knappstrupper, die sind schon auch echt süß, ne? Sind ja so ein bisschen kräftiger, ein bisschen breiter, so generell vom Erscheinungsbild hier, vom Typ. Sind ja auch in echt meistens so ein bisschen eher so im barocken Typ. Es gibt natürlich auch welche, die so ein bisschen mehr im Sportpferdetyp stehen, aber meistens ist es doch eher so ein bisschen mehr im barocken Typ. So, saucooler Service. Yo, haben wir auch nochmal ein bisschen Geld bekommen. 1000, genau 1000 haben wir jetzt. Gucke mal da, noch 9000, dann habe ich den Sattel zusammen. Gut, ihr Lieben, ich würde mich für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, sollte dann jetzt nichts Bahnbrechendes noch in den Quests reinkommen, ich glaube, da kommt aber neuer Springparcours, dann sehen wir uns in der Story wieder. Jo, ich überlege noch, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich mache, aber ich glaube, wir machen noch mal eine Story-Folge oder irgendwas kurzfristig. Ja doch, ich glaube, wir machen die Story. Also dann, macht's gut und bis dahin. Tschüss.